Ja, guten Abend, Leute. Wie ihr seht, ist es mir gelungen, unser Traumpaar, unser neues, jetzt wieder zu trennen. Wenn ihr nicht wisst, um was es geht, dann, ja. Wie gesagt, ich rede von der letzten Folge, wo unsere gute Celine, hier mein Charakter in dem Spiel, diesen Opa von Südhof getroffen hat und da irgendwie überhaupt nicht mehr wegkam. Ja, wie gesagt, also ich habe es jetzt doch noch geschafft und ich habe sie dann, also erstmal zur Erholung, ne, hier in die Disco gesteckt. Sie hüpft hier fröhlich rum. Ich hatte euch ja auch versprochen, die Disco einfach mal zu zeigen, wie das hier so ist. Die Disco ist halt in Fort Pinter. Ja, und sie zappelt sich jetzt hier gerade an ab. Ich hoffe, dass das was bringt und dass sie den guten Mann jetzt da endlich mal in Ruhe lässt. Der war ja hinterher schon völlig verwirrt. Ja, das soll aber jetzt natürlich nicht so bleiben. Ich habe mir gedacht, schön, dass wir jetzt endlich von dem guten Herrn da wieder weg sind. Wir werden die Gelegenheit direkt nutzen und werden heute nicht nach Südhof gehen. Ihr seht, hier passieren seltsame Dinge. Die Leute, die können alles Mögliche. Die können sogar Breakdance. Sie hat es, glaube ich, bis jetzt noch nicht gemacht. Ne? Und kleine Akro-Einlage. Naja, jedenfalls habe ich mir überlegt, ich werde mit euch nach Jalaheim gehen, weil da auch noch Aufgaben sind. Ne, und werde dieses Tänzchen jetzt hier auch mal unterbrechen. So. Ah, Moment. Das müssen wir uns jetzt natürlich noch angucken. Ihr habt es gesehen, auch sie kann das. Ne? Sie hat jetzt hier alles gegeben. Ne, und wir gehen jetzt einfach mal wieder. Also es ist noch verhältnismäßig leer. Normalerweise ist hier auch ein bisschen mehr los. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte euch ja versprochen, ich zeige euch auf jeden Fall, wie das hier so ist. Ne? Und ja, passend zu Halloween bin ich jetzt auch einfach mal verkleidet geblieben. Ich habe die gute Dark Promise ebenfalls noch mit den Halloween-Sachen gesattelt. Ne? Und jetzt werden wir hier völlig stil, echt in Halloween-Manier uns einfach mal Richtung Jalaheim begeben. Ne, hat den Vorteil, ihr seht das Ganze auch mal im Dunkeln. Ich hatte ja gesagt, da sieht es wahrscheinlich noch besser aus. Gut, hier ist das jetzt nicht ganz so düster. Ne, der Himmel in Fort Pinter, der hält sich also noch in Grenzen von der Helligkeit. Es gibt Gebiete, da ist es noch dunkler. Da komme ich aber leider noch nicht rein. Tut mir natürlich furchtbar leid. Ja, ich nehme den Hänger und wir sehen uns dann einfach vor Ort. Bis gleich. Ja, hier sind wir dann auch angekommen. Mitten in Jalaheim, ne, kann man dann da aussteigen. Und wir müssen zum Stall, zum Jorvik-Stall, genauer gesagt. Da, wo wir auch uns mit Hermann treffen sollen, den wir aber bis jetzt immer noch nicht kennengelernt haben. Und wir gehen dort einfach zu Steen. Das ist der junge Mann, der da sich um die Pferde kümmert. Und dem werden wir jetzt ein bisschen zur Hand geben. Ne? Mal gucken, was er da, mit was wir ihn da unterstützen können. Was er da für Aufgaben für uns vielleicht hat oder so. Der ist ja auch allein da an dem Stall und ja, deswegen gucken wir einfach mal, ob wir da irgendwie unseren Ruf erhöhen können, dass wir da ein bisschen flotter auch mit Hermann sprechen können. Ne? Ach, ihr habt gesehen, da vorne stand der Baumeister, an dem ich gerade hier vorbeigegangen bin. Hier, Baumeister Donald, ne, der Gute von der Brücke. Aber, ne, genug hier rumgestanden. Wir gehen mal los. So, jetzt sind wir auch inzwischen hier oben mal angekommen. Ihr seht, ne, das ist hier alles, ja gut, man sieht es ein bisschen, dass das hier auch leuchtet, ne. Wobei das hier wahrscheinlich die falsche Ecke ist, aber man kann schon erkennen, dass es ein bisschen leuchtet. Und wie gesagt, leider ist es hier nicht ganz so dunkel. Ich glaube, ihr seht das sogar noch dunkler in der Aufnahme, als wie es wirklich ist. Und ihr seht, da vorne ist auch unser guter Steen. Ne? Und da gehen wir jetzt direkt mal hin und fragen ihn, was er denn Schönes für uns zu erledigen hat. Ja, er hat gleich zwei Aufgaben. Einmal, dass wir ihm helfen sollen und dann hat er noch eine Aufgabe. Ich frage erstmal wegen der Hilfe. Hallo Celine, willst du mir mit dem Tier helfen? Mit dem Tier? Gut. Gut, gut. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich dann darüber. Ich bin heute wieder vollkommen überhaupt nicht vorbereitet hier, so wie es aussieht. Aber
Wir werden das trotzdem schaffen, bin ich mir ziemlich sicher. Naja, nach dem Schock da auf Südhof, da, das war jetzt auch alles. Das war einfach zu viel. Ach ja, ich hoffe, sie wird es überleben. Na so, erstmal Johanna ansprechen. Die hat hier wohl das Sagen. Hilft der Stallhilfe. Genau, sie ist nämlich die Stallhilfe. Du hilfst Steen also mit dem Tier. Okay, das ist gut. Sprich also mit Steen, Celine. Ja gut, ich weiß überhaupt nicht, um welches Tier es geht. Das hat er mir ja auch noch überhaupt noch gar nicht verraten. Jetzt gehen wir wieder dahin. Warum auch immer, ne? Das hätte auch irgendwie alles viel einfacher gehen können. Aber wir werden jetzt halt ein bisschen hin und her gescheucht. Ist ja nicht schlimm. Mit uns noch ein paar andere, wie man sieht. So, hier bin ich wieder. Ah ja, alles klar. Mit dem Tier, mit den Tieren, meinte er wohl. Ne? Das sind gleich mehrere und wir sehen... Hallo? Ja. Wir sollen die Kühe melken, ne? Hallo Celine, die Kühe müssen gemolken werden. Kannst du das übernehmen? Super, hier ist der Eimer. Auf dich kann man sich verlassen. Jo. Ich sehe schon, das werden Rufaufgaben werden, die wir immer wieder machen müssen. Das ist, ne, hier, wenn die blau sind und so, naja, ne? Hallo. Hallo Celine, unsere Schweine sind heute richtig hungrig. Ich habe sie vorhin schon gefüttert, aber es scheint nicht genug Futter gewesen zu sein. Hast du Lust, ihnen etwas mehr Futter zu bringen? Na klar, die niedlichen Schweinchen werden wir jetzt auch noch versorgen. Super, komm danach zu mir. Ja, mache ich. Also, ne? So, jetzt haben wir auch was gekriegt, deswegen brauchen wir unser Inventar. So, genau, da haben wir es auch schon. Und ich habe überhaupt nicht geguckt, wann ich angefangen habe zu filmen. Wie immer, ne, schön... Na gut, also die Ställe sind draußen, das habe ich schon gesehen, weil hier draußen ist auch die Trainingsstrecke, deswegen wir gehen da jetzt einfach mal hin. Zu eurer Rechten seht ihr das Schweinegehege. Man kann es gar nicht übersehen und hier hopsen schon die niedlichen Schweinchen rum, beziehungsweise die stehen hier vorne schon Spalier. Die warten wahrscheinlich auf Futter. Ja, ja, ist ja gut, ich komme ja schon. So, erstmal Futter rein, jo, und alle freuen sich. So muss das sein. Jetzt sind die auch schon glücklich. So schnell kann man Schweine glücklich machen. Da kann man es mal wieder sehen, ne? Geht alles ratzfatz hier bei uns. Wir müssen uns ja auch beeilen. Wir geben ja hier Vollgas. Wir wollen vorwärts kommen, ne? Wir haben ja noch viel vor. So wie ich das mitgekriegt habe, hat das Spiel doch... das ist doch länger, als wie man glaubt. Deswegen wollen wir uns hier nicht bei der Vorrede verzetteln. Und jetzt, wo endlich unsere Celine wieder alleine unterwegs ist und sich von diesem... netten Herrn da endlich mal getrennt hat. Das war ja dramatisch. Müssen wir das direkt nutzen, ne? Bevor das wieder losgeht. Ich hoffe, die beiden sehen sich so schnell nicht wieder. Katastrophe. Also das war wahrscheinlich irgendwie eine leichte Geschmacksverkalkung. Das kam bestimmt alles durch die Rettungsaktion, die wir da auf Südhof hatten, ne? Und ich bin mir auch sicher, die Südhof-Story geht noch weiter. Nur jetzt muss der gute Mann ja erstmal für die Kleine da, für die Madison, dieses Gemo-Teil reparieren. Und das kann der alle schön ohne uns machen. Wir werden uns jetzt erstmal um die anderen Aufgaben hier kümmern, ne? Weil man muss ja hier immer kreuz und quer durchs Ländchen. Und ja, da halten wir uns auch dran. Wir haben alles erledigt, ne? Bis jetzt... Ich packe das mal wieder runter. Ich beeile mich mal. Brauchen wir gar nicht so lange uns hier noch, brauchen wir uns gar nicht mehr so lange hier aufhalten. So, ab geht die Post wieder zurück, ne? Steen wartet schon. Zack, zack. Keine Müdigkeit vortäuschen. So, jawohl. Das war schnell. So. Damit sind wir fertig. Danke, du bist wirklich eine große Hilfe. Jo. Sind die Schweine glücklich, jetzt wo sie die doppelte Portion Futter haben? Gut, danke für die Hilfe, Celine. Ja, so bin ich, ne? Und ja, ich habe mich jetzt irgendwie mit Steen angefreundet. Das finde ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich das ja besser. So, jetzt haben wir hier mehrere Sachen zur Auswahl, so wie ich das sehe. Wir haben noch den Wächter Jarlaheims, das ist auch noch eine Aufgabe. Und wir können natürlich jetzt hier auch die Geschichte mit Hermann angehen, wobei ich denke, das ist schon wieder etwas Längeres. Das hörte sich wieder so nach Hauptaufgabe an, deswegen gucke ich jetzt erstmal, was es da mit dem Wächter auf sich hat. Wir verlassen mal den Stall, ne? Und schauen mal... nochmal in Jarlaheim direkt vorbei. Da war auch noch irgendwas, denn ich kann mir vorstellen, da gibt es auch noch reichlich Aufgaben, so über kurz oder lang. Und ja,
Ne, dann, die müssen wir auch noch machen, weil keine Ahnung, was das dann wieder lostritt. Also manchmal hat es auch mit Ruf zu tun, dass es hier weitergeht mit der Hauptaufgabe, sage ich euch. Ne, muss man jetzt nicht so machen, wie ich das mache. Man kann auch, wenn man hier anfängt zu spielen, einfach nur die gelben Quests erstmal machen, gucken, wenn die zu Ende sind und dann mal gucken und sich dann den blauen widmen. Ne, das kann jeder machen, wie er will. Ich versuche halt hier irgendwie so einigermaßen eine Reihenfolge reinzubringen. Wie gesagt, es ist schwieriger, als wie ich dachte. Aber wir werden einfach sehen, ne? Ja, das sieht schon gut aus, ne? Hier, wenn man hier mal so guckt, ne? Schön beleuchtet alles, ne? Hat was, ne? So, und wir müssen jetzt hier irgendwo, wo müssen wir denn hin? Da hinten sehe ich ein Ausrufezeichen. Aha, ich sehe schon, das ist da vorne am Park. Na, dann gucken wir da doch mal. Ja, hat schon was, ne? Genau, und zwar ist das die gute Jill, die Aufgabe hat. Jill, ne, die Schwester von unserem Bürgermeister hier. Ja, gucken wir einfach mal, dass wir die mal ansprechen. Aber ich habe auch schon so den Eindruck, es ist weniger geworden mit den Aufgaben. Ich hoffe, das bleibt so. Es wird etwas übersichtlicher. Das war am Anfang total verwirrend. Ja. Celine, einer der Stadtbewohner hat Hilfe beim Rathaus beantragt. Wir können ihm diese Hilfe leider nicht geben. Weil wenn du Zeit hast, könntest du dort vorbeischauen. Du hast Zeit? Sehr gut. Sprich mit dem Stadtwächter. Er wird dir am Telefon nicht sagen, was passiert ist. Eine gewisse Diskretion muss gewahrt bleiben. Viel Erfolg. Jo. Na gut, dann gehen wir mal zum Stadtwächter. Der ist da hinten. Also einmal quer durch den Park hier, ne? So. Wir setzen uns in Bewegung wieder. Ja, und da vorne ist er auch schon, der gute Mann. Da steht er. Das ist dann wohl der Stadtwächter. Der Stadtwächter Gavin. So. Wer bist du? Du willst mir helfen? Das ist aber nett. Ja. Wie war noch gleich dein Name? Celine? Das ist ein schöner Name. Also, Celine, ein schreckliches Verbrechen ist geschehen. Jemand hat meine Schlüssel gestohlen. Mit diesen Schlüsseln hat man Zugang zur ganzen Stadt. Hilf mir, den Dieb zu fassen. Wir müssen ihn finden und bestrafen. Ich persönlich verdächtige Frau Drake. Sie kommt mir gaunerhaft vor. Oder vielleicht Jack. Er kommt mir ebenfalls gaunerhaft vor. Oder vielleicht Jill. Oder der Tierarzt oder Hermann. Es könnte ja jeder sein. Das ist schrecklich. Ob ich sie vielleicht verloren habe, da gibt es sicher eine mikroskopische Möglichkeit. Wo ich heute gewesen bin? Erst war ich im Café frühstücken, dann war ich im Park beim Strandhaus, später wieder im Café, dann habe ich mit jemandem auf dem Marktplatz gesprochen, dann Tee getrunken und dann waren sie weg. Ich würde ja sagen, der gute Gavin, der kommt mir so schusselig vor, der hat nämlich die Schlüssel einfach nur verloren, ne? Du suchst sie für mich? Danke. Ich werde hier auch suchen. Ja, ich glaube, dass er sie nicht findet, ne, weil so wie er hier rüberkommt, ist er mit Sicherheit nicht der Ordentlichste. Deswegen werden wir das jetzt einfach übernehmen und wir können das auch wieder alles von oben. Ne, wir brauchen dazu nicht absteigen, ne, weil wir haben einfach den Adlerblick. Na so, gucken. Hier können wir auch noch mal gucken. Ja, meine Güte, ist das laut. Wer lässt denn sein Auto da an? Ne? Ist ja unmöglich. Aber glücklicherweise ist hier alles bezeichnet. Am Café hat er auch noch erzählt, wie er gewesen. Das ist unten, ne? Ja, das ist ja hier irgendwie im Garten. Ach, vom Garten hat er nicht auch noch was vom Garten erzählt? Ja, gucken wir einfach mal hier. Ja, das Café ist auf jeden Fall da hinten, wo auch unsere Anlegestelle ist. Hier war schon mal nichts. Och, wer ist das denn? Das ist Dolly. Dolly! Dolly das Schaf. Ja, niedlich. Ja, das Café, das gute Café. Hat er die Schlüssel jetzt in eine Blume geschmissen? Ich meine, zuzutrauen wäre ihm das ja, ne? Das ist bestimmt so einer, der hat hier rumgeflirtet. Hier sind ja überall die Mädels, ne? Und dann hat der hier die Schlüssel irgendwo verbuddelt, ne? Oder vor lauter Schreck fallen lassen, ne? Sind ja auch alles total freundliche Leute. Die grüßen eigentlich immer, ne? So. Ja.
Ach, guck, ne? Sag ich doch. Hat er hier. Hier, das. So ist das nicht gewesen. Der hat nämlich einfach die Schlüssel da rein, ne? Ich glaube, wir haben unsere Musik wieder ein bisschen zu laut, wie immer. Dass mir das auch noch auffällt. Besser spät als nie. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Jetzt haben wir ja alles. Mal sehen, was er sagt. So. Gavin. Da ist er wieder. Ja, der steht immer noch da und hat fragt sich wahrscheinlich, wo die Schlüssel sind. Deswegen sagen wir ihm jetzt, dass wir sie gefunden haben. Schlüssel? Da sind meine Schlüssel. Warum hast du meine Schlüssel? Ja, das habe ich genauso erwartet, ne, dass der dermaßen schusselig ist, dass er noch niemals weiß, dass er sie verloren hat. Ich hatte sie verloren? Oh, wie nett von dir, sie mir zu bringen. Wer bist du eigentlich? Celine? Wundervoller Name. Ich sollte weiterarbeiten. Ich habe den ganzen Tag nach meinen Schlüsseln gesucht. Wie kann ich das wieder gut machen? Ich würde sagen, der braucht so ein Mittelchen gegen Vergesslichkeit. Ne? Ich will jetzt keine Namen nennen, weil sonst mache ich wieder Schleichwerbung, was ich sowieso pausenlos mache, meistens für Filme. Du findest, dass der Stadtwächter so viel Hilfe wie möglich bekommen sollte. So verwirrt wie er ist, ist es ein Wunder, dass ihn niemand ans Atmen erinnern muss. Ja, das haben sie gut erkannt. Ja. So, jetzt sieht es nämlich so aus. Jetzt kann man nämlich hier seinen Ruf verbessern. Ich muss mal direkt mal was gucken. Ja, theoretisch könnten wir jetzt hier einfach weitermachen, aber ich möchte euch einfach mal eine etwas kürzere Folge präsentieren diesmal. Wir wollen das jetzt nicht zu lang werden lassen. Und ja, ich muss mal gucken. Ich denke, wenn ich jetzt hier ihm helfe, er wird auch so einer sein, wo dann hinterher wieder irgendwelche Rufaufgaben freigeschaltet werden, die dann wieder irgendwelche Quests produzieren. Deswegen machen wir an dieser Stelle einfach einen Cut. Und ich mache morgen weiter und werde mich dann morgen einfach mal mit Hermann unterhalten. Mal gucken, was dabei rumkommt, ob das eine etwas längere Aufgabe wird. Mal schauen, was dann noch dazu kommt. Ich habe mir das alles aufgeschrieben. Das ist so wirsch und durcheinander. Und natürlich werden wir dann auch nochmal irgendwie nach Südhof zurückgehen. Nur wie gesagt, im Moment bin ich froh, dass ich sie da weggekriegt habe. Das war ja dramatisch. Bevor sie sich da noch irgendwie reinsteigert in die Sache mit diesem komischen Einsiedler. Das wollen wir ja dann auch nicht, ne? Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne, war es diesmal nicht ganz so lang. Und ja. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss!